Jetzt rechts gut zu sehen. Der Reichbacher Turm dient als Aussichtsturm heute und war bis 1904 mit einem Türmer belegt. Dieser hatte 9 Kinder. Das ist schon mal, was der in seiner Freizeit gemacht hat. Kinder. Wenn er gearbeitet hat, hat man im unteren Teil auf jeder Seite 4 armstarke Eisenstangen durch den Turm geführt. Darüber hat man Wappen angebracht, die an die Territorien erinnern sollen, zu denen Görlitz jemals gehört hat. Und es sind Wappen der 6 Städte des Oberlauts. Das sind 6 Städte, wo man hat. Wir fahren jetzt immer den Verlauf der ehemaligen Stadtmauer folgend hinunter in die Nikolaivorstadt. Diese Straße sieht man auf der linken Seite. Man hat große Gebäude gebaut. Das hier ist die Jägerkaserne, heute Teil der Stadtverwaltung. Görlitz nennt man ja auch Stadt der Türme. Vor uns die beiden Türme der Peterskirche. Und wenn wir dann um die Kurve fahren, sehen Sie gleich noch einen Turm, der Nikolaiturm. Der Nikolaiturm markiert den nördlichen Stadtausgang, während der schon erwähnte Reichbacher Turm den westlichen Stadtausgang auswies. Da waren wir spielen. Und da die Toilette. Wow! Das ist der Nikolai. Ja, der Nikolaiturm, Dorf gestanden, die Villa Gorelitz. Das ist die Nikolaiturm. Dieses Dorf ist 1071 erstmalig urkundlich erwähnt worden. Also in 8 Jahren feiern wir dann unser 950-jähriges Stadtjubiläum. Erwähnung findet Görlitz in einer Urkunde von Heinrich IV. Der übergibt den Meißner. Quasi reinschauen, rechts finden Sie das Finstertor. Das ist das älteste, das einzig erhalten gebliebene Stadttor. Dort wohnen der Scharfrichter. Die Siedler kommen im 12. und 13. Jahrhundert nach Görlitz. Sie kommen aus Flandern, aus den Niederlanden, aber die meisten aus Thüringen und Franken. So, die nächste Freifläche hier vor dem Nikolaiturm ist der erste Marktplatz der Stadt. Und an diesem ersten Marktplatz gibt es rechts den sogenannten Jesusbäcker. Der hier ist nicht etwa Jesus zum Bäcker gegangen, sondern es ist Teil des Kreuzweges, eines Prozessionsweges von der Peterskirche hin zum Heiligen Graben. In Görlitz gibt es eine Häuser übernommen, sie saniert, sich gegenseitig geholfen, das schmeißt irgendwann mal zusammen. Und dann haben sie gesagt, ist okay, wir stellen hier mal einen Grill raus, machen ein bisschen Musik dazu und so ist das alles schon recht entstanden. Hier ist eine Bäckerei. Romanischen Stil gebaut. Das ist also unser Blätter der Romanik, den wir hier in Görlitz haben. Ursprünge dieser Kirche gehen auf das 13. Jahrhundert zurück. Eine dreischiffige Basilika. Jetzt ist es eine fünfschiffige gotische Hallenkirche, gebaut im 15. Jahrhundert. Aber dieser Volkshof ist gerade mal 160 Jahre alt, wurde als Garnison gebaut, dann war es Frauengefängnis und seit den 70er Jahren ist es. Ja, somit erreichen wir den Untermarkt mit der älteren von den beiden großen Marktplätzen. Und auf der rechten Seite sieht man die herrliche Fassade des Görlitzer Rathauses. Das ist ein Neubau, deutlich zu sehen im Film Das Rathaus, der Rathausturm mit den beiden Uhren. Diese Uhren halt von Skultetus angebracht und das untere Ziffernblatt zeigt die 12 Stunden an. Das obere Ziffernblatt ist die 24-Stunden-Uhr. Es war im Mittelalter durchaus üblich, dass man links die ehemalige Münze, heute Trausaal des Standesamtes, dann der Haupteingang mit gleich mal welche das vor, da sehen Sie auch, wie das funktioniert. Da muss man ein bisschen sportlich sein. Ne? Ja, das Nachbargebäude, das Graue, ist ein Haus aus der Renaissance, das ehemalige Tuchschwärmerhaus, eines. Oh,
Ja, es geht also jetzt wieder denselben Weg zurück Richtung Obermarkt und auf der rechten Seite diese Gebäude, das ehemalige Bauamt, dahinter dann die Jägerkaserne, gebaut mit Steinen der ehemaligen Stadtmauer. Und dann zog im Jahre 1860 etwa das erste preußische Wehranlage aus dem 15. Jahrhundert, heute im Museum als Ausstellungsort. Wenn Sie fragen, ob dieser Garten zu werden soll, da gibt es eine Sonderausstellung Deutschland für Anfänger. Das Kaufhaus, ja. Ja, und vor uns taucht dann schon das berühmte Jugendstil-Kaufhaus auf. Herdi steht da noch dran. Das Gebäude musste im August 2009 schließen. Aber nicht etwa, weil wir Görlitzer zu faul waren, sondern es gehörte einem britischen Immobilienfonds und die haben sich natürlich bei der Finanzblase verspekuliert und da musste das Haus zumachen. Es ist aber geöffnet, weil eine Parfümerie im Erdgeschoss die Stellung hält. Man kann sich also das Innere des Hauses zu Gemüte führen. Sehenswert die Schlusssteine im Inneren, die um das Leben der heiligen Jungfrau Maria Auskunft geben. Somit erreichen wir den Postplatz. Und in der Mitte des Postplatzes, auch zur Zeit in der Sanierung, der Zierbrunnen, die Muschelmänner. Aus der Muschelschale tropft das Wasser nach unten. Hoffentlich dann nächstes Jahr. Und schon mal hier runtergefahren. Ja, und dann schauen Sie einfach mit mir nochmal nach links. Da sehen Sie ein riesengroßes Gebäude. Das ist der erste große Monumentalbau, den es in Görlitz gegeben hat. Das Kaufhaus Eduard Schulze. Und dieses Gebäude zieht sich über die ganze Nordseite des Postplatzes. Der mittlere Teil hat als Hotel gedient. Heute dient dieses Gebäude einer Telefongesellschaft, der sogenannten Teleperformance, eine Dachorganisation mehrerer Callcenter. Vor uns ebenfalls links die Hauptpost. Am Eingang haben wir das preußische Wappen. Das sollte zu den Unser nächstes Ziel ist der 15. Meridian, gelegen an der Stadthalle. Durch Görlitz verläuft der 15. Meridian. Wie du. Ja, und da sind wir so im Bereich des Stadtparkes. Und Leute, die ein bisschen Geld hatten, haben natürlich in diesem Stadtpark sich ihre Villen gebaut. Das sieht man auf der linken Seite. Hier diese schöne weiße Villa, gehört dem Feudals Altenheim. Also, gar nicht so unüblich, dass hier auch mal der Krankenwagen vorfährt. Wir fahren aber jetzt links runter Richtung Skorzelec. Biegen dann halt kurz vor der ehemaligen Tonne und werden Sie plötzlich eine Kuppel entdecken. Müsste jetzt bald zu sehen sein. Ein bisschen so halb hoch, eine grüne Kuppel. Ja, jetzt. Die gehört zur Ruhmeshalle. Heute Dom Kulturi und das ist die einzig nennenswerte Sehenswürdigkeit in Skorzelec, ein Nachbau des Reichstages in Berlin. So, und jetzt haben wir auf der linken Seite hinter der Litfaßsäule den Meridianstein. Das ist eine Litfaßsäule. Jetzt überfahren wir den 15. Längengrad und es wäre jetzt 13.31 Uhr. Ja. Mitteleuropäische Zeit. Ja, wenn der Bus hier die Kurve macht, haben wir auf der rechten Seite die Stadthalle. Die Stadthalle ist gebaut 1910 für die schlesischen Musikfestspiele, die alljährlich in Görlitz stattfanden. Die Stadthalle steht seit 15, als die Oberlausitz, Oberlausitz um Görlitz zu Preußen kam, um die sächsischen Stände, um den sächsischen Adel etwas zu besänftigen, hat man denen hier ein Konventshaus gebaut. Das war dann Alterssitz und ist heute wieder ein Altenheim. Görlitz ist ja beliebt bei sehr vielen Rentnern, war es auch vor dem Kriege schon. Es war Pensionärstadt, altgedienter Berliner und Breslauer Beamte. Ja, und heute kommen Leute aus den alten Bundesländern hierher, weil die Stadt so günstig ist zum Wohnen und man auch relativ schnell in der Stadt ist. Es kann alles fußläufig erreicht werden und wir besitzen zwei Krankenhäuser, also auch die medizinische Versorgung.
Dr. Karlbaum war ein Nervenarzt und Urologe, der schon im 19. Jahrhundert neue Wege ging bei der Behandlung von Nervenkranken. Also früher wurden die einfach weggesperrt und misshandelt. Er hat aber erkannt, ich muss die beschäftigen. Man hat schon sowas wie Behindertenwerkstätten initiiert. Also sehr, sehr kompliziert. Ja, und dann kommen wir jetzt schon so in das Gebiet der Gründerzeit. Auf der rechten Seite sanierte und unsanierte Fassaden. Da hat man auch nochmal so ein bisschen den Vergleich, wie Görlitz heute aus. Das ist sein Türmchen, sein Erkerchen, sein Balkon und mit dazu auch noch schmiedeeiserne Balkone. Also das ist richtig, richtig toll. Dort wohnen die Schönen, die Mächtigen der Stadt Görlitz, die auch in der Stadt wohnen wollen. Das sind gar nicht 11 Stück. Ja. Das sind nur rund 11 Stück. Stimmt. Das ist ein Flughafen, welcher sind sie viel größer. Und dadurch ist das Kino. Ja, und vom Kreisverkehr biegen wir dann links ab und lassen den Bahnhof buchstäblich rechts liegen. Der Bahnhof markiert so das Ende der Gründerzeit. Grundsteinlegung des Bahnhofes 1913. 1916, da durfte ja schon der Erste Weltkrieg, mal hier Eisenbahnamt der Märkischen Eisenbahngesellschaft. Und diese Eisenbahngesellschaft hat die Eisenbahnlinie von Berlin nach Görlitz legen lassen. Das ist der Begründer des Görlitzer Waggonbaus. In Görlitz werden ja seit 1847 Eisenbahnwagen hergestellt. Und in Görlitz liegen die Patente für den Schnelltriebwagen und für den Doppelstockzug. Es gibt keine Eisenbahngesellschaft in Deutschland, die ohne Waggons aus Görlitz auskommt. Man hat bis auf Südamerika und Australien auf alle Kontinente Eisenbahnwagen exportiert. Zu DDR-Zeit natürlich den ganzen Ostblock mit Eisenbahnwagen ausgestattet. Selbst die griechische Eisenbahn hat Waggons aus Görlitz abgekauft. Und dieser Betrieb vor 50 Jahren wird hier in Görlitz nach dem selben Verfahren hier gebraut, und zwar in der offenen Gärung. Fragt mir jetzt bitte nicht, was da das Besondere daran ist. Aber das ist halt ein sehr altes Brauverfahren und man versucht auch neue Wege zu gehen bei der Vermarktung von Bier. Die Verantwortlichen hier in der Brauerei, die sagen, Bier trinken können. Wir werden nämlich eine Pause dort machen. Es gibt dort ein Besucherzentrum, da kann man so, wie heißt das so schön, Merchandising-Artikel kaufen und eben das Landsgrundbier. Man kann das auch trinken und gegen Vorlage der Eintrittskarte hier vom Stadtschleicher kriegt man das auch verbilligt. Nämlich für 1 Euro die Flasche. Flasche. Fertige Straße. Auf der linken Seite erscheint im Stadtpark dann die Parkeisenbahn, früher Pioniereisenbahn, 1976 gebaut. Es ist ein Nachbau der ersten deutschen Eisenbahn des Adlers. Muss man sich mal überlegen, ne? 1976 waren wir ja DDR und die erste deutsche Eisenbahn, die fuhr ja zwischen Nürnberg und Fürth. Und das lag ja in der BRD, aber trotzdem haben sich die Görlitzer durchgesetzt. Und vor uns ist sie auch zu sehen. Und sie haben ja den Eintrittspreis bezahlt, 10,10 Euro. Und die 10 Cent, die gehen für diese Parkeisenbahn. Da Ferien sind, in Sachsen fährt sie auch am Mittwoch. Und sie fährt auch, man ist ja moderat. Ich glaube, wenn das 2 Euro kostet für einen Erwachsenen, ist das, glaube ich, noch hochgegriffen. Ja, das ist die Komplimentation. Nein.
Ja, wenn das mit dem Tourismus so weitergeht, wohnt vielleicht hier auch mal Stadtführer und Villa des jüdischen Kaufmanns Martin Ephraim, der hier in Görlitz seinen Eisenbahnhandel betrieben hat und 1942 im KZ Theresienstadt ums Leben gekommen ist. Ja, und hier, diese Villa hat bis 2010 als Jugendherberge gedient. Ich war da auch einmal drin, wenn wir da eine Veranstaltung hatten, wenn man dort reinkommt, in diese Empfangshalle, in das Vestibül, das ist gigantisch. Ja. Gelegte Grünfläche mit einer Wendeschleife von der Straßenbahn ist zurzeit auch stark frequentiert, weil Bauarbeiten stattfinden. Also die Straßenbahn, die endet hier und nach dem Ortsteil Rheinhügel fährt dann der Schienenersatzverkehr. Und in diesem Kreuzungsbereich hat man dann hier auf der rechten Seite so diese Wohnhäuser aus DDR-Zeiten, 50er, 60er Jahre. Die soll es im Westen auch gegeben haben. Und dann hier in diesem vorderen Bereich bauten die dann so 20er Jahre. Die gehen dann schon so vom Jugendstil in die Bauhausarchitektur hinein. Dass da schon Grün drumherum gibt. Das, um Leipzig und Brandenburg muss das teilweise erst noch wachsen. Ja, während ich das sage, passieren wir rechter Hand das Straßenbahndepot. Seit 130 Jahren fährt in Görlitz die Straßenbahn und seit 115 Jahren die elektrische Straßenbahn. Und die Straßenbahn ist so ein Symbol dessen, dass Görlitz ja mal eine Großstadt war. Und in Nachbarschaft des Depots haben wir den Görlitzer Tierpark. Das ist jetzt hier auf der rechten Seite, diese Gebäude hier, die gehören schon zum Tierpark und als Besonderheit, dieser Tierpark besitzt die braunen Panda-Bären. Das sind diese kleinen Kuschoff. Der Bischof Starsa hat den berühmten Bischof Mixer in Augsburg beerbt. Die Bischofskirche ist hier links, die Jakobuskirche, 1904 gebaut, momentan allerdings auch in der Sanierung. Es gibt noch zwei weitere Kirchen, vier weitere katholische Kirchen, Heiligkreuz, St. Hedwig und das Franziskanerkloster im Ortsteil Weinhügel. Der evangelische Bischofssitz, den gibt es seit 10 Jahren übrigens nicht mehr. Die evangelischen Christen sind vor 10 Jahren mit den Nachmittag geleitet werden musste. Es gibt nur Brücken, Tunnel und Übergänge, also Überführung. Jetzt sind wir in der Jakobstraße. Ja gut, die verbindet eigentlich die Jakobskirche mit der Altstadt. Da stand früher mal das Jakobshospital. Das war gegenüber der Frauenkirche gestanden, Standbild von Kaiser Wilhelm. Der Kaiser Wilhelm, den hat man im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. Da gab es dann hier einen Spruch in Görlitz, komm vom Sockel, edler Reiter, dein Gefreiter weiß nicht weiter. Ja. Schindler. Ja, heute steht an der Stelle, wo der Wilhelm einstand, ein Mahnmal aus DDR-Zeiten. So, auf der linken Seite kommt dann nach einem Sportgeschäft der Postplatz, Platz der Befreiung. Und wenn ich zum Gefängnis wollte in Görlitz, dann musste ich zum Platz der Befreiung. Es gab dann noch so andere Eigenarten, zum Beispiel führte die Verrätergasse auf den Görlitzer Leninplatz. Ja. Der demokratische Frauenbund hatte sein Domizil auf der Nonnengasse. Und heute noch befindet sich auf der Hellengasse keine einzige Straßenlaterne. Hotel Alt-Görlitz. Ja, dann Zwillingshäuser. Auf der linken Seite haben wir das dritte Haus. Das sind zwei Fassaden genau gleich. Das eine unsaniert, das dahintere saniert. Da hat man mal so den Vergleich. Jetzt sind wir hier beim unsanierten. Aber auch das Sanierte sucht einen Mieter für den Laden. Und das sind hier so die Herausforderungen. Diese
Einfallsstraßen hier in der Gründerzeit, wo also auch sehr viel Verkehr ist. Wer möchte hier schon ganz gerne wohnen? Ich ehrlich gesagt nicht. Und hier aus diesen Häusern was zu machen. Die nächste Querstraße, die Elisabethstraße, markiert auch den Verlauf der Stadtmauer. Und wenn wir darüber gefahren sind, sind wir dann wieder in der historischen Altstadt. Und vor uns das Gebäude des Gymnasium Augustum. Da vorne rechts. Das Gymnasium Augustum hatte einen ganz bekannten Schüler, Traugott Gerber. Diesen Namen haben Sie bestimmt schon mal gehört. Und zwar, Traugott Gerber ist Arzt geworden, hat sich mit Heilpflanzen beschäftigt, ging dann nach Russland, ist im russisch-finnischen Krieg gefallen als Arzt. Und der Entdecker der Gerbera hat sich an ihn erinnert und hat diese Blume nach Traugott Gerber benannt.